Neorenaissance, das ist ein etwas sperriger Begriff. Was bedeutet der eigentlich? Ist das überhaupt ein offizieller Begriff und kann man den für Fotografie verwenden? Wenn man nach dem Begriff Neorenaissance sucht, dann erscheint zunächst einmal der Begriff im Zusammenhang mit Architektur. Da geht es um auch Neuauflage von Stilelementen des Klassizismus im 19. Jahrhundert, und zwar in der Architektur und auch im Möbeldesign. In der Fotografie gibt es aber diesen Begriff auch, wenn er auch sehr selten verwendet wird. Ich finde ihn aber sehr treffend. Es gibt ja viele Neo-Stilrichtungen, Neobarock, Neoklassizismus, Neorenaissance. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als man nimmt Stilelemente aus der jeweiligen Epoche und kombiniert sie mit neuen Aussagen, mit aktuellen Aussagen. Vielleicht ist es so ein bisschen was Folkloristisches, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Sentimentalität zu tun. Vielleicht ist es aber auch eine Möglichkeit, Verbindungen zwischen alten Meistern und der Moderne zu finden. Und ich denke, in diesem Bereich, genau im Neo-Renaissance-Stil, da tummeln sich einige für meine Begriffe sehr interessante Fotografen, die ich heute mal vorstellen möchte. Und bevor wir das aber machen, gehe ich mal ganz kurz darauf ein, was die Renaissance in der Malerei so ausgemacht hat. Die Renaissance in der Malerei ist die Epoche, bei der zum ersten Mal sehr detailliert gezeichnet wurde und vor allen Dingen kam auch der Raum mit ins Spiel. Der Raum, also der Hintergrund, die Perspektive, die Natur, die Gebäude. Und hier wurde auch schon recht räumlich gezeichnet. Die Personen wurden sehr detailliert ausgezeichnet. Ich bin jetzt kein Spezialist für Malerei, aber was die Fotografie anbelangt, gibt es auch hier sehr interessante Aspekte, die mich zum Beispiel auch dazu bewogen haben, in den letzten 10 Jahren sehr viele Projekte und Ausstellungsprojekte in der Fotografie zu machen, die solche Stilmittel mit einbeziehen. Was ich besonders interessant finde, und wir schauen uns jetzt mal ein paar Beispiele an, da gibt es ja zum Beispiel die Venus von Botticelli, das ist wohl eins der bekanntesten Bilder in der Renaissance-Malerei, die sehr konstruiert waren. Also hier gibt es zum Beispiel auch ganz viele Elemente, die genau nach dem goldenen Schnitt eingeführt wurden. Das möchte ich jetzt nicht genauer ausführen. Aber auch die Detailgenauigkeit und die Kombination der einzelnen Objekte zueinander sind sehr spannend. Natürlich auch bekannt ist die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hat auch sehr viele spannende Bilder in dieser Zeit gemalt. Und auch Lukas Cranach ist einer der ganz großen Meister aus dieser Zeit. Und was mich ganz besonders fasziniert, das ist der Ausdruck der Menschen, die auf den Bildern sind. Ich finde ja, dass im Gegensatz zur modernen Fotografie dort die Menschen immer einen sehr entrückten Blick haben, vielleicht sogar schon einen eingefrorenen Blick, aber trotzdem nicht tot. Die stehen da und schauen zum Beispiel in die Ferne oder man hat das Gefühl, sie sind in sich versunken. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass damals bei den Malern die Modelle ja sehr lange still sitzen oder stehen mussten, während sie gemalt wurden. Und in der Zeit kann man natürlich keine Dynamik in der Bewegung oder keinen actionreichen Ausdruck bekommen, so wie das heute in der Fotografie ist, so hey, sondern man steht lange still. Und das spiegelt sich vielleicht auch in dieser etwas meditativen Stimmung der Porträts wieder. Und das finde ich sehr spannend, weil das so ein bisschen ein Kontrast ist zur heutigen Zeit. Und hier gibt es viele solche Stilmittel, also die Einbeziehung der Hintergründe, die Art und Weise, wie der Porträtierte wirkt, die Ruhe in diesen Bildern, die in sich, die Versunkenheit oder dieses Schweifen in die Ferne. Das sind alles so für mich subjektive Momente, die ich ganz toll finde. Und ich blende mal ein paar Bilder hier ein aus Projekten, wo ich die Posen und den Ausdruck dieser Zeit gesucht habe, aber eben auch moderne Elemente dieser modernen Menschen, die ich fotografiert habe, wie Piercings oder Tattoos, in den Bildern gelassen habe und habe praktisch Porträts gemacht, die nicht imitieren, aber die oder nicht kopieren, aber die so ein bisschen die Stimmung dieser Zeit wieder zurückholen. Bevor wir auf
andere Fotografen eingehen. Das Problem ist ja immer, ich darf nicht einfach Bilder von anderen Fotografen zeigen. Deswegen zeige ich sehr viel von meinen Arbeiten, weil das auch mein Thema ist. Hier vielleicht noch ein paar neuere Arbeiten, wo ich mit diesem Hintergrund gespielt habe, aber ich wollte nicht antiken oder historischen Hintergrund einbinden, wie ich das vielleicht teilweise auch im ersten Projekt gemacht habe, sondern modernen Hintergrund. Also moderne Leute vor modernem Hintergrund, aber eben ein bisschen im Posing vom Renaissance-Stil. Da sind auch ganz interessante Arbeiten entstanden. Zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den letzten Workshops Alte Meister, wo wir eben gemeinsam versucht haben, solche interessanten Spannungsfelder zwischen dem Alten und dem Neuen zu finden. Das hat sehr viel Spaß gemacht und da sind ganz tolle Arbeiten bei entstanden. Jetzt aber mal zu den Leuten, die mich begeistern in der Fotografie, die auf ihre Art und Weise sich an, mal mehr, mal weniger an den Renaissance-Stil anlehnen und die man deswegen vielleicht als Neo-Renaissance Fotografen oder Fotografen, die den Neo-Renaissance-Stil benutzen, bezeichnen könnte. Eine meiner Lieblingsfotografinnen in diesem Bereich, der nicht so ganz direkt an die Malerei der Renaissance sich anlehnt, aber von der Stilästhetik der Bilder auch sehr nah rankommt, ist Loretta Lux. Sie hat nämlich Kinderporträts gemacht, die sie in Photoshop etwas verfremdet. Da werden zum Beispiel die Köpfe und die Augen größer dargestellt. Es wird also eine Überhöhung verwendet. Aber wenn man sich anschaut, wie hier der Hintergrund und die Landschaft verwendet wurde, so symbolisch, es sieht nicht aus wie eine Reportage, wie ein Schnappschuss, sondern es ist alles so symbolisch und es ist alles sehr steif, sehr starr. Die Kinder stehen in bestimmten Posen da, die vielleicht nicht immer natürlich sind. Da kommen wir so ein bisschen in den Bereich dieser Neorenaissance. Eine sehr aktuelle junge Fotografin, die aus Russland, aus Samara stammt, ist Katharina Belkina, die im Moment auch sehr populär ist und viel besprochen wird. Und sie spielt mit moderner Bildbearbeitung und hat aber auch hier diese Art und Weise der Malerei auf ihre Art übertragen. Und auch sie könnte man so ein bisschen in die Kategorie, zumindest Teile ihrer Arbeiten, in den Neorenaissance-Stil mit übernehmen. Sie können sich ja gerne mal auf den Seiten dieser Fotografen umschauen. Ich deute das hier mal an. Wenn wir uns weiter umschauen, dann kommen wir zum Beispiel auch auf den Fotografen Henrik Kerstens. Und dieser Fotograf, der ist für mich sehr spannend. Der hat nämlich relativ klar die Posen und auch die Garderobe der Renaissance angedeutet. Und er hat sich bei einer Serie besonders stark auf die Kopfbedeckungen zum Beispiel oder die den Halsschmuck konzentriert und baut diesen aus Abfall, also aus Mülltüten oder Plastiktüten oder aus Papier, das eigentlich Abfall ist, und hat trotzdem die Ästhetik der Renaissance sehr schön getroffen. Ich finde das ganz klasse und ich muss sagen, super Fotograf. Auf die Idee muss man erstmal kommen, aber auch hier ganz eindeutig Neorenaissance, wie ich das bezeichnen würde. Und ganz zum Schluss noch ein ganz spannender und auch aktueller Fotograf, der gerade sehr große Ausstellungen hat, Christian Tagliavini, schwer auszusprechen. Der hat zum einen die Renaissance-Kleidung und den Renaissance-Stil völlig überhöht, aber eindeutig, und das sagt er auch selber, nachempfunden und hat sich tatsächlich auf diese Renaissance-Bilder bezogen und hat hier sehr schöne, sehr moderne Neuinterpretationen zu diesem Renaissance-Stil gefunden. Und sein weitergehendes Werk ist auch so ein bisschen darin angelehnt. Er macht Kleidung, die er selbst entwirft, aber aus Pappmaché und zweidimensional und passt die an Figuren oder Menschen an Modelle, an dreidimensionale Modelle, und auch hier bekommen wir den Bezug zur Malerei oder zur Grafik. Und für mich ist das auch wirklich ein Fotograf, der mal mehr, mal weniger stark sich dieses Neo-Renaissance-Stils bedient. Diese Beispiele, die ich jetzt gezeigt habe, inklusive meiner eigenen Studien zu diesem Thema, zeigen eigentlich, dass das ein Thema ist, das A, nicht so wahnsinnig viele Leute bedienen, und B, immer spannend bleibt. Also die Bezüge zur Malerei finde ich sowieso sehr wichtig, und man kann da durchaus
moderne Bezüge herstellen oder Spannungsfelder erzeugen. Das ist ein ganz tolles Thema. Ich würde dazu raten, wenn man so etwas angehen möchte, versuchen Sie nicht, die Malerei 1:1 zu kopieren, also jetzt ein Modell anzuziehen, möglichst genau wie auf dem Bild, die Pose genau wie auf dem Bild, den Hintergrund genau wie auf dem Bild. Das ist vielleicht zum Studieren der Art und Weise, der Umsetzung ganz gut. Aber versuchen Sie, was Eigenes draus zu machen. Versuchen Sie, Kontraste zu bilden oder nehmen Sie das Ganze etwas ironisch oder kombinieren Sie es mit modernen Aspekten, so wie ich das gemacht habe, indem man die Tattoos der Modelle belässt oder indem man, wie manche Fotografen, mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Mülltüten arbeitet. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten zu einem Stil, der, glaube ich, völlig unerschöpflich ist. Und ja, ein Thema, das mich auf jeden Fall fasziniert. Und vielleicht hat Sie das jetzt durch Anschauen der Bilder oder auch durch Studieren dieses Fotografen angeregt, sich dieses Themas mal genauer anzunehmen. Ich hoffe, ich habe wieder mal nicht zu viel geredet. Man muss aber auch ein bisschen erklären, um dieses Thema irgendwie zu umspannen und näher zu bringen. Und bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen aus dem X-Lab. Rüdiger Szesztak, bis zum nächsten Video.